Alles klar. Bereit? Jo. Du wieder die Seite, ich die. Okay. Jo, ich aktiviere. Fand er gar nicht lustig. Nee. Scheiße. Ich muss sagen, ich finde den Endgegner aber ziemlich cool. Scheiße, auch schon wieder. Ah, geil, du hast schon gemacht. Ah, du musst noch einen machen bei dir. Schnell. Entschuldige, ich muss da gar nicht in die Mitte gehen. Kann ich auch Auge. Jetzt schnell, mach den. Habe. Bam. Jetzt krall dir das Auge. Ja, hab ich. Nice. Jetzt haben wir die doppelten Glubscher des Grauens. So sieht's aus. Was passiert eigentlich? Kann man noch so einen Schuss hier abfeuern trotzdem? Warum ist der Schalter hier oben eigentlich dauerhaft aktiviert? Das ist eine gute Frage. Okay, und ab dafür. Oh, das nervt. Diamant. So. Und E. Weißt du, das ist die Waffe, die ich gekriegt habe, Alter. Die hier. Eine dreckige Axt. Macht die aber auf der rechten keine Gasattacke? Nein, die hat nur das. Aber du hast auch das Glubscher-Ding. Das macht auf der rechten... Wow, mir geht einer ab. Auf der rechten hat so eine, diese fetten Granaten, die sind echt geil. Hier, für den Abschied, Junge. Teleport. Tschüss. Ich bitte natürlich vielmals um Entschuldigung. Du musst erst hier draußen zu Steve. Erst zu Pirate Pete. Genau. Ich räume hier mal ein bisschen rum. Oh, geil, können wir uns jetzt einen Teleporter kaufen? Alter, kostet der viel Kacke. Wir brauchen 15 Diamanten für einen Teleporter-Core. Alter, 3000 Pixel für einen scheiß Teleporter. Ich hab grad die Katzi. Die ist lustig. Auf jeden Fall. Alter, 3000 Pixel für so einen Teleporter, ich glaube, mein Alter. 3000 Pixel? Ah, das kriegen wir nicht hin. Auf keinen Fall. Ich gehe jetzt mal zu Affenstu. Aber wir können auf jeden Fall jetzt Sachen kaufen bei... dem Typen hier. Ich kann immer noch nicht mit ihm reden. Echt nicht? Talk to Esther Bright at the Ark. Die habe ich auch, die Mission, aber... Aber wie gesagt, ich kann mit Affenstu nicht reden. Das ist merkwürdig. Bist du Esther Bright? Nee, die ist ganz draußen. Das ist die alte im Rollstuhl. Ah, stimmt, ja. Aber wieso kannst du das nicht machen bei ihm? Das ist, wahrscheinlich wegen diesen 10 Goldbarren. Der will. Was steht denn da bei dir, bei dem Affen? First, warte. Okay, the tech I'm working on now is truly fantastic. It's enable the user to compress into a small and specific form. Was er braucht, einfach kurz zu dem. Achso. Could you bring me 10 gold bars? Ich hätte aber auch keine. Das ist mir. Alter, der Typ hinter dir! Der war cool. Okay, lass uns erst zu Esther gehen, dann gehen wir kurz auf unseren Planeten. Denn wir haben da, glaube ich, 10 Goldbars, aber merkwürdig. Ja, reden wir kurz mit Esther. Oder Esther. Estarus. Esther. Wir haben ein Auge auf dich geworfen. Ich knall sie nieder. Ey. Bisschen dunkel hier. Keine Faxen. Keine Faxen! Oh, so schön. So schöne Sachen. Nice. Okay. Price. Musste ich eventuell vorher noch das Item, was ich gekriegt habe von Pirate-Pete, öffnen? Vielleicht, wenn da 10 Goldbarren drin sind, dann ja.
Okay, wir können jetzt mit unserem MATLAB-Manipulator Sachen scannen. Nice. Manipulator-Modul habe ich bekommen. Und. Ja, von Acer habe ich auch eins bekommen. Und ein Tech-Card. Jetzt kann ich wahrscheinlich mit Affenstu reden. Wir gucken mal, sonst gibt es halt, wie schon gesagt. Aber eigentlich dachte ich, mit N. Ach, Alter, mit N. Ach, mit N guckst du jetzt hier mit der Lupe das an. Ehrlich? Alles, Alter, das. Ach. Ja, damit können wir jetzt Sachen scannen. Vielleicht sollten wir es mal machen. Ja. Vielleicht sollten wir es mal machen. Erstmal machen wir zu Hause ein bisschen Robo-Chicken-Action. So, ja. Aha. Da kriegt man ja irgendwas freigeschaltet. Ja, genau. Aber ich gehe erstmal gucken, ob Affenstu jetzt für mich mega Ball, wenn die drauf ist. Damit wir eventuell vielleicht da als Ball-Typen reinkommen. So. Nö, Affenstu scheint immer noch nicht mit mir reden zu wollen. Das ist merkwürdig, Mann. Okay, du kannst also so gut wie alles scannen und das wird dir auch angezeigt. Das ist ja famos. Ja. So, ja, dann pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Dann gehen wir einfach hier kurz hoch. Dann nehme ich mich mal kurz auf dein Schiff und hole. Du kannst eigentlich da warten. Ich hole frisches Gold. Oder hast du dich schon weggebeamt? Nein, ich bin noch da. Alles klar. Aber es ist halt merkwürdig, dass du das. Ey, Nico, ich will mich gerne teleportieren. Danke. Ach man, Affenstu. Du. Affenstu, du, halt scheiß dich zu wie im Nu. Ja, aber ich muss echt sagen, das ist echt mega verwirrend, dass du das dazu kein Gold brauchst. Ja, eben. Oder es war halt tatsächlich in dem Package drin, das glaube ich nicht. Ich bezweifle es auch. Hoppla, bin unterwegs. Ach doch, das ist ein Missionsding. Wir sollen den kompletten. Wir sollen so ein paar Objekte scannen am Outpost. Sehe ich gerade oben, wird mir angezeigt. Vielleicht die Händler. So. Das machen wir natürlich so ein bisschen Schnelldurchgang, weil wir können uns halt den Rest. Also, warte, viel schon logisch dabei denken. Jetzt bleib doch mal stehen. Ja. Danke. So. Mal kurz gucken, ob es die Händler sind, die man scannen soll. Nice. Ja, wo sind die Händler? Dann machen wir das. Also das, was grün leuchtet, musst du sozusagen scannen. Da kriegst du ein paar Infos. Ist jetzt auch nicht so der Knaller. Ja, nochmal hier draußen. Okay, das brauchen wir nicht. Irgendwas muss hier noch grün sein, was ich noch nicht habe. Ah, vielleicht unten die Kneipe. Dann lass mal kurz runtergehen, ob es unten die Kneipe ist. Da oben vielleicht. Alter, 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 komm rein, hier ist Regenbogen, Cape Man. Das glitzert. Oh. Unter mir, hier, unter dir. Ich komme. Und sein Cape glitzert. Voll geil. Ich will auch einen Regenbogen Cape, Alter. Wie nice. Wo kriegt man das her? Kannst du den töten? Können wir den looten? Nein. Scheiße. Leider nicht. Ich guck mal, ob man hier unten noch was scannen kann. Ja, hier unten kannst du noch was scannen. Ja. Auch die guten alten Laden hier draußen? Nein. Alter, Regenbogen Cape Man. Der ist voll geil, oder? Der ist richtig geil. Riga geil. Vielleicht noch ein Teleporter draußen. Hast du den schon mal überprüft hinten? Nein, den noch nicht. Ich guck mal, ob oben noch was ist. Ah ja, hier hab ich's. Okay, ich bin durch. Lieber. So. So, was fehlt dir noch? Ich glaube noch der Teleporter draußen. Nee, der ist nicht. Hast du oben beim Affen schon das Ding? Beim Affen. Hier beim Affen habe ich alles gescannt schon. Okay, dann komm mal her. Also du musst die Sachen, die grün sind, hast du alle Läden gescannt. Die Läden musst du alles scannen.
Ich glaube, ich habe fast alle. Ich müsste nochmal gucken. Hast du ich aber noch mal Pirate gucken. Pete draußen? Nein, Pirate Pete habe ich nicht. Der ist auf jeden Fall nämlich auch noch. Den habe ich jetzt voll. Okay, aber wir gehen erstmal zu Affen's Du. Da konntest du jetzt das mit der Mission machen, ne? Ja. Also das Auge ist einfach tierisch episch. Okay, Affen's Du. Accept. Ready. Ready. So. Wie hast du es gemacht? F gedrückt. Alter, wir sind für Fat Morph Ball Action. Voll geil. Alter, damit probieren wir das mal gleich sowas von aus, Alter. Ja, ja. Wie geil, du hast einen Morph Ball. Alter, der wird uns das Leben so fett vereinfachen. Ja. Alter, wie geil, du musst da hochrollen und dich mal runterrollen lassen. Habe ich keinen Doppelsprung hier drin? Nein. Weil hier der Attack getestet wird. Alter, mach F. Der wollte kurz F nicht machen. Okay. Activate your disproportion spare mit Jump. Ah, nice. Du musst springen und dann machen. Alles klar. Schön. Voll geil. Alter, egal, danach rast du hier Pinball-mäßig runter. Mir schlecht. Nice. Das ist einfach richtig geil. Und damit? Weißt du, wo wir damit gleich mal hingehen? In den Dungeon. Auf jeden Fall. Müssen wir jetzt nochmal mit Affen's Du reden, ja, ne? Ich würde mal gucken, ob er noch was hat. Guck mal da, ja. Damit wir das Ding behalten können. Wahrscheinlich. Das ist ja nice. Okay. Geil, das war's auch mit Affen's Du. Ich fühle mich heute nicht so. Ich gehe in die Bar. Ich frag mich, ob man damit Schaden kriegt, wenn man runterfällt? Ja. Ich kann hier nicht runter. Ja, 28 Schaden habe ich gekriegt. Dann probiere ich es nicht aus. Aber ich finde es trotzdem geil. Damit werden wir uns bestimmt gegenseitig verarschen, Alter. Ich sehe das jetzt schon kommen. So, pass auf, dann gehe ich jetzt kurz wieder auf mein Schiff. Habe ich denn überhaupt noch Salbe? Oh ja, ich habe noch Salbe, das passt. Und dann können wir dir jetzt auch die Rüstung voll holen. Ja. Und das tut mir, ich entschuldige mich mal, dass ihr jetzt in den Aufnahmen zum dritten Mal den Dungeon sehen werdet. Aber es ist notwendig. Hä? Was denn? Ich bin aufs Schiff gebeamt, hab da die rechte Maustaste in der Mitte gedrückt. Beende bitte den Satz. Und bin auf dem Planeten gelandet. Ja gut, dann teleportiere ich einfach wieder hoch. Aha. Nein, ich weiß, wie ich hingekommen bin. Bin zu Hause. Und wir können jetzt übrigens auch zu Planeten fliegen. Ach, nice. So, Mission. Dann machen wir nochmal hier die Mine. Deploy. Und danach zeigen wir euch mal eine andere Mission. Ich denke, danach bauen wir einfach mal die Dreadwing-Mission raus und gucken, ob wir die schaffen, heißt das. Oh ja. Zack. Mission deploy. Mit welchem wollen wir eigentlich mit deinem Schiff wegfliegen? Hätte ich gemacht, damit deins erstmal da bleibt, wo wir unsere Hütte haben. Bist du hier? Ich bin gleich da. Ich beam mich gerade runter. Cool. Ja, damit bin ich auch gestartet. Bleib hinter mir. Da kommt man sich so sneaky mit vor. Dim, 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 dim. Ihr seht mich nicht. So. Du kannst eigentlich schon mal da warten und dich bereit machen. Dein Gegner kommt gleich. Ja. Yep. Zack. Tot. Exekutiert man. Hätte ich eigentlich. Ja, ich muss ganz kurz in meine Salbe reinpacken. Jo. Denn ich brauche etwas Leben.